Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsim World 2, denn ich spiele das. Wir werden heute den RE4 von Wuppertal nach Hagen fahren und das Ganze mit der Baureihe 146.2 von der DB 340,1 Tonnen schwer, 6 Reisezugwagen, sprich Dostos, und der ganze Zug ist 151,2 Meter lang. Ich werde das Ganze jetzt mal starten. Und wenn das erste Mal Türen entriegeln. Natürlich müssen wir erst den Fahrtrichtungswender einstecken und nach vorne verlegen. So, damit das Ganze auch funktioniert. Dann, wenn wir hier ein wenig Licht in die ganze Sache bringen, würde ich sagen. Reduziert. Das ist ein. So. Natürlich werde ich auch heute mit PZB und CIFA fahren, logischerweise. So, das heißt, wir werden das hier entsprechend einstellen. Erstmal Zuglichter auf. Nur nein. Ah. Nur Spitzensignale, so. Dann wollen wir, was haben wir denn hier noch? Offen. Ach, es ist nicht einfach. PZB, jetzt PZB an. PZB. PZB ist an. Da können wir uns ja jetzt wieder auf unseren Platz setzen. So, ja. Wir schließen die Türen. Schauen uns noch mal ein wenig außen um. Dürften wir jetzt die Schlusslichter soweit anhaben. Das ist das Spitzensignal. Es ist nicht. Ich kann es nicht ändern. Nee. Nee, nee, nee. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, das ist scheiße. Ach. Spitzensignale. So, jetzt aber. Auf geht's. Erste Station Wuppertal-Barmen. So, wir sind Beeinflussung. Befreien dürfen wir uns noch nicht anscheinend. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nee, wir dürfen uns noch nicht befreien, das heißt, wir dürfen noch nicht allzu schnell fahren. Das heißt, wir bleiben schön bei 40 km/h. Zugbeeinflussung. Noch sind wir nicht aus dem weichen Bereich draußen, deswegen dürfen wir es auch noch nicht befreien anscheinend. Nee, ist noch nicht. Zugbeeinflussung. So, jetzt dürfen wir uns befreien und dürfen wir jetzt auch weiter aufschalten.
Wunderbar. Sehr, sehr schön. Das scheint ja alles zu funktionieren. Jetzt habe ich natürlich die SIFA nicht aktiviert, aber da weiß ich jetzt leider gerade gar nicht, wie das funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will mich jetzt erst vornehmlich mal auf PZB konzentrieren, damit ich das endlich hinkriege. So, erste Station erreichen wir dann gleich. Wuppertal-Barmen. Wunderbar. Vielleicht schaffen wir das hier trotzdem noch pünktlich, trotz meiner anfänglichen Trödelei. So, ein bisschen den Bremshauen hier. So, wunderbar. Sehr schön gehalten. Boah, ihr hattet doch vorne keine Spitzenlichter, oder täuscht das? Warum nicht? Was soll ich denn da noch einstellen? So Spitzensignale. Komisch, komisch. So, wir schließen die Türen. Natürlich falsche Seite. Mann, 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 Mann. Das nervt immer. So, gelbes Vorsignal. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, wir stehen unter Überwachung. 1000 Hertz Überwachung. Das heißt, wir werden hier nicht schneller als 40 fahren. Rein dürfen wir uns anscheinend auch noch nicht. Zugbeeinflussung. 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 Der Boot ist eine S-Bahn. Aber wir haben auch gleich rot, deswegen. Im Rot
rotes Signal, Hauptsignal vor uns. Deswegen dürfen wir uns auch nicht befreien. Bringt auch nichts, jetzt hier groß aufzuschalten. Auch wenn uns hier links und rechts die S-Bahn überholen. Wir haben gleich Rot. Und sind auf 1000 Hertz Überwachung. Deswegen dürfen wir uns auch nicht befreien. Das macht Sinn. So, da vorne kommt das rote Signal. Da werden wir natürlich schön brav anhalten, ist ja logisch. Bisschen näher noch, nur noch 70 Meter. So. Dann werden wir mal warten, was wir hier, ob wir hier wieder weiterfahren dürfen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das heißt, wir müssen warten. Dann warten wir. Dann warten wir mal. So, schnell geht's. Natürlich müssen wir gleich Wasser drücken. Mal warten, bis die Bremsen gelöst sind. So, abschalten. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz Überwachung. Nächste Signal ist wieder rot. Zugbeeinflussung. Beide von uns nicht. Wir sind jetzt auch gleich im Wuppertal-Oberbarmen. Ist das jetzt zweimal? Ich hatte doch gerade schon Wuppertal-Oberbarmen, oder meine ich das nur? Klärt mich gerne auf, aber ich meine, ich hätte gerade schon Wuppertal-Oberbarmen, wo ich gehalten habe. Naja. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, der Felix der Weise hatte dieses Problem auch schon mal in Leipzig. Er hatte da, glaube ich, schon, zweimal Mark Kleberg, soweit ich mich da erinnern kann. Von daher wundert mich das jetzt etwas, dass ich jetzt hier auch zweimal Wuppertal-Oberbarmen habe. Oder war das andere irgendwie Wuppertal-Oberbarmen-Süd? Nee, war doch zweimal jetzt Wuppertal-Oberbarmen, oder? Ich hatte vorhin, wo ich gestoppt habe, Wuppertal-Oberbarmen und jetzt, wo ich jetzt als nächstes stoppen werde, ist wieder Wuppertal-Oberbarmen. Das wundert mich gerade etwas. Gleich mal in den Ablauf reinschauen, was da steht. So, können wir auch schon wieder abschalten. Sind natürlich aufgrund der ganzen Situation jetzt da auch vor dem roten Signal hier verspätet in den Bahnhof eingefahren, logischerweise. Der Zeitplan ist damit schon wieder in den, ihr wisst, im Allerwertesten. Das ärgert natürlich immer, ne? Dass das wahrscheinlich am Ende dann die Goldmedaille kostet. Oder habe ich irgendwo zu sehr getrödelt? Wüsste ich nicht. Na gut, das hält jetzt natürlich auch ein bisschen auf hier, aber ja, was soll ich jetzt noch groß aufschalten? Ich da genauso gut hinrollen kann. Ich war 2 Minuten zu spät, ich kann es auch nicht mehr ändern.
Türen öffnen. Noch haben wir Rot. Wir dürfen uns ja schon befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nein, nein, nein. Dann lassen wir das auch. Warten jetzt erstmal, ob wir gleich überhaupt losfahren dürfen oder ob wir noch stehen bleiben müssen. Weil noch ist Rot, dass jede Weiterfahrt untersagt. Das hat nämlich eine Zwang. So, die Türen dürfen wir verriegeln. So, die S-Bahn neben uns fährt wahrscheinlich schon weiter. Aber wir haben jetzt auch grün, wunderbar. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Der neben uns hat ein Rot, wie man sehen kann. So, schauen wir mal, ob wir uns gleich befreien dürfen. Wir haben jetzt auf jeden Fall grün, dann haben wir als nächstes 160 zu erwarten. Ich denke, da sollten wir uns auch gleich befreien dürfen, also das macht ja keinen Sinn. Zugbeeinflussung. Noch ist es aber nicht der Fall. Noch sind wir unter 500 Hertz Beeinflussung. Ich denke mal, wenn wir gleich den Weichenbereich verlassen haben, dass wir dann uns befreien dürfen. Zwangsbremsung. Ach, siehst du. Zwangsbremsung. Das war's. Ich hätte quittieren müssen. Zwangsbremsung. Ja, okay. Ja. Es hat mich gepackt. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. So. Ganz ruhig. Ich hätte quittieren müssen. Mein Fehler. Aber ich dachte, weil er rot ist, grün ist, muss ich dich quittieren, weil er kein gelbes Vorsignal. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Okay. Meine erste Zwangse in diesem Szenario. Ich hoffe, es bleibt bei der einen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Da haben wir jetzt mal unter 20, 25 erstmal. So, die Überwachung hat aufgehört, das heißt, wir dürfen aufschalten. Ja, aber so langsam komme ich dahinter, hinter der PZB. Mein Fehler gerade war, ich habe mich quittiert nach dem grünen Hauptsignal. Deswegen Zwangsbremsung. Aber ich glaube, so langsam komme ich echt dahinter. So, 160. Wunderbar. Nochmal ein bisschen Leistung aufschalten hier, damit wir vielleicht doch noch irgendwie... Ach du Scheiße. Wir sollten 6.14 Uhr in Schwelm sein. Ei. Das gibt aber eine saftige Verspätung. Das wird ja locker 6.20 Uhr. Locker 6.20 Uhr. Aua, 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 aua. Ob das noch Gold gibt, gibt da so meine Zweifel. Da mache ich der Bahn ja wieder alle Ehre. Verehrte Fahrgäste, aufgrund eines betrieblichen Defekts am Zug wird sich unsere Fahrt leider um 5 Minuten verzögern. Wir werden den Anschlussbahnhof Schwelm statt 6.14 Uhr voraussichtlich um 6.20 Uhr erreichen. Alle Anschlusszüge werden leider nicht erreicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.
So oder so ähnlich wird es jetzt da durchgesagt werden. Hopp. Lokführer. So, wir können schon wieder abschalten. Und in die Bremse gehen. Gleich 130. Quittieren, 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 quittieren. Wir müssen eine ganz schnelle Geschwindigkeit erreichen. Mit 1000 Hertz überwachen. So. Ich würde mal sagen, befreien dürfen wir uns nicht. Vielleicht müssen wir noch quittieren. Zugbeeinflussung. So, quittiert haben wir. Wunderbar. Und wir haben Schwelm erreicht. Ja gut, 6:20 war jetzt ein bisschen optimistisch. Beziehungsweise pessimistisch. 6:18 geht auch. Trotzdem, das sind 4 Minuten. Das ist schon, ist schon heftig. Zugbeeinflussung. So, wir öffnen die Türen. Und Schwelm. Gut 4,5 Minuten. Ja, 4 Minuten. Genau 4 Minuten zu spät. Bis wir die Türen aufgemacht haben, waren es genau 4 Minuten. Wahnsinn. Das wird sich jetzt natürlich durchziehen wie ein roter Faden. Das werden wir nicht mal einholen. Aber dem ist dann halt so, ne? Kann man nichts mehr dran machen. Könnte, da wir ja sowieso zu spät sind. Dann machen wir gleich Hagen Hauptbahnhof. Passt doch. So, Ennepetal. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Und werden jetzt gleich auf jeden Fall quittieren, weil Wochenende Zwangse möchte ich nicht haben. So, wir sollen 6 und 19 in in Ennepetal sein. Ja, doch, das wird nicht ganz hinhauen. So, wir haben eine Überwachung. Das heißt, wir werden hier nicht zu schnell rausfahren. Sondern uns da erstmal quittieren und befreien. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, befreien dürfen wir uns, dann heißt es. Auf geht's. Wunderbar, es klappt. Es klappt. So langsam kann ich PZB. Wunderbar. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich.
So, 120. Ich glaube auf 130 oder so zu aufzuschalten bringt jetzt wenig, deswegen einfach mal bei 120. Irgendwas, mein Gott. Hier mit dem Spitzensignal machen. Das ist soweit an. Reduziert. Lass wir das einfach mal so. So, nächste Route ist genau. Ach, ich wollte ja eben was da nachschauen, wie das mit dem Oberbarmen war, ob wir das jetzt zweimal hatten. Also, Wuppertal-Oberbarmen. Ach so, Wuppertal-Barmen war das um 6.06 Uhr, der erste Stopp. Und nächste war dann Wuppertal-Oberbarmen. Ah ja, Ennepetal und Hagen Hauptbahnhof. Ja, das werden wir nicht ganz pünktlich schaffen. Aber sei es drum. Kann man nicht mehr ändern. So. Dass die PCB gleich eingreift. Das wollen wir ja nicht. Boah, 1,6% Gefälle ist natürlich heftig. Oh, wow, wow, wow. Gelbes Vorsignal, gelbes Vorsignal. Das heißt, quittieren. Und wir müssen auf Geschwindigkeit runter. Eieieiei. Schon wieder auf Überwachung. 1000 Hertz. Bis zum nächsten Hauptsignal müssen wir auf jeden Fall auf eine gewisse Geschwindigkeit runter sein. Sonst gibt es eine Klatsche von der PZB. Auf jeden Fall noch quittieren. Die Geschwindigkeit haben wir ja so weit erreicht, die wir erreichen müssen. Zugbeeinflussung. Ach, PZB wachsam. Wunderbar. Dann sind wir, damit sind wir dann auch in Ennepetal angekommen. Wieder 4 Minuten zu spät. Das wird sich auch bis Hagen so durchziehen. So, auch das hätten wir erreicht. Ohne nennenswerte Probleme. Steht da kein Ziel dran? Ach, ich weiß es nicht. Ich hab's doch oben eingegeben.
Egal, ich verstehe es nicht. So. Auf geht's. Zehn Kilometer bis Hagen. Ob wir das in 3 Minuten schaffen? In zwei? Sportlich. Zugbeeinflussung. So, Beeinflussung ist weg, dann auf geht's. Nein. Komisch, an manchen Wagen ist der Zugzielanzeiger, an anderen wieder nicht. An der Lok zum Beispiel nicht. Das ist auch wieder so ein Bug von TSW. Wahrscheinlich. Mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen, dann geht ja gar nichts hier. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das sind ganz utopische Fahrzeiten. Oder habe ich zu sehr getrödelt oder? Schreibt es gerne in die Kommentare, warum ich da so der Zeit hinterherhänge. Kann doch nicht da an der 1 Zwangsbremsung gelegen haben. Dass ich 4 Minuten dahinter hänge, das kann nicht sein. Entschuldigung, aber das haut nicht hin. Ich habe keine 4 Minuten verbraucht, wo ich die Zwangsache hatte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also weiß ich nicht, wo ich die verloren habe. Übrigens, ich wollte mal eben ganz, ganz kurz. Kann ich das überhaupt? Einstellungen. Das ist mir nämlich ein bisschen. Kann man das noch irgendwie einstellen hier? Einstellen, das finde ich ein bisschen zu laggy. Thank you.
Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Ist es doch. Kacke. Naja, komisch. Weiß ich, ob das was bringt. So, 6 zu 27 wird es nichts mehr haben. So, 150 haben wir dann jetzt gleich. Kilometer noch bis Hagen. Unsere heutige Endstation. Im Regionalexpress 4 auf dem Weg von Wuppertal nach Hagen Hauptbahnhof. Mit einer Verspätung von voraussichtlich 4 Minuten. So, wieder was zum Quittieren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, wir sind schon wieder unter Überwachung, beziehungsweise beeinflusst.
mal, irgendwie ist der Zug doch, ist doch total verbuggt. Der zeigt jetzt gar nicht die Bremse an. Seht ihr das? Ich bremse, der zeigt das überhaupt nicht an. Dieser gelbe Balken ist nicht da. Das ist doch Wahnsinn. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Jetzt wieder. Den meine ich. Den hat er vorhin gar nicht angezeigt. Verbuggt bis zum geht nicht mehr, der ganze Kram. Das nervt. Das nervt mich einfach sowas. Weil das macht ein richtig schönes Szenario kaputt. Weiß ich genau, ob ich jetzt hier 45 fahren muss oder ob ich 70 fahren eigentlich darf, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Zu spät sind wir eh. Ich glaube, das kommt jetzt auf eine Minute auch nicht mehr drauf an. Quittieren war einfach mal schick. Zugbeeinflussung. Ziehen wir auch noch mal schön. 30 steht da. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Dürfen wir, glaube ich, oder? Ja, zumindest 40, 45. Weißt du, dass wir einen 600 Meter Rot haben? Das gilt jetzt. Ah, gut. Vor dem Ziel. So, da werden wir auch nochmal quittieren hier vorne. Diesem süßen, hübschen kleinen Zwecksignal. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, 40 ist jetzt eh gleich, von daher passt das schon alles. Also ich tippe jetzt mal auf Bronze oder Silber, oder Gold wird es auf keinen Fall. Wir sind jetzt 5 Minuten zu spät. Immerhin habe ich Punkte gesammelt. Das ist das einzig Positive. Und ich habe noch eine Zwangse kassiert. Die ich hätte vermeiden können, ich quittiert hätte. Aber naja, man lernt dazu, man lernt dazu. So, Ziel erreicht. Wunderbar. So, dann schauen wir mal unsere Auswertung.
Die wird mit Sicherheit nicht positiv ausfallen. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Tja, so sieht eigentlich im Übrigen der Hagener Hauptbahnhof aus. Für die, die es noch nicht wissen. Besonders viel ist jetzt hier gerade nicht los, aber es ist ja auch noch früh am Tag. 6:30 gerade mal. 6:30 in der Früh, da ist auch noch nicht so viel. So, wir verriegeln die Türen. Steigen wieder in unseren Zug und warten ab, was passiert. So, und? Ja, das hätte mich jetzt auch, alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Ja, was soll ich sagen? Wir hängen ein bisschen, es fing ja gar nicht so schlimm an. Guck mal hier oben. Ja, hier oben waren wir, da kann ich, doch, hier oben waren wir noch pünktlich. Geplant 6:06 Uhr, 6:05 Uhr. Dann war geplant 6:10 Uhr, 6:12 Uhr. Da fing der Mist schon an. Warum auch immer. Wegen der Zwangse vielleicht? Ja, kann sein. Dann geplant 6:14 Uhr, 6:18 Uhr, da waren die 4 Minuten drin. Und dann zog sich das und zog sich das. Naja, macht man nichts gegen, ne? Also wenn man das hier so sieht, Geschwindigkeitsbeschränkung, ja okay. Meine Geschwindigkeit war eigentlich immer ziemlich unter dem Level. Hier ist ein bisschen, naja, ich war eigentlich gar nicht so schlecht. 33 Minuten benötigt für 26, fast 27 Kilometer. Ja, wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Ich finde, ich habe mich diesmal noch besser geschlagen mit PZB. So langsam macht es mir richtig Spaß, muss ich sagen. Es gefällt mir immer mehr. Ich kann es immer mehr, ich verstehe es immer mehr. Und ja, wenn es euch genauso ging, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Kritik gerne in den Kommentaren. Lob und Kritik immer gern gesehen. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye, bye.